Riesenspinnen. Auf jede, die man sieht, kommt ein Dutzend, das sich versteckt. Befreit mich von dem Netz. Sareth, mein Lieber, mein Ge... Bei Ilat, ich danke euch. Es wäre
wirst du noch bereuen. Sie ist eine Last. Habt ihr Arantirs Pläne ergründet? Nein, noch nicht. Los, vorwärts! Nicht auf sie. Das ist eine komplizierte Geschichte. Sagt nichts. Ihr könnt davon befreit werden. Ich kenne einen Weg. Ich werde mit dem Priester in Steinheim sprechen, wenn ich es dorthin schaffe. Wenn er von mir hört, wird er euch helfen. Sein Name ist Delan. Er ist ein guter Mann. Hör nicht auf sie. Sie hat keine Ahnung, wer du bist. Sie weiß nichts von deiner Macht. Ich schon. Ich habe dir das Leben gerettet. Sie hat dich benutzt. Jetzt, wo es um dein Geburtsrecht geht, will sie, dass du deiner Macht entsagst? Was für eine Art Freund ist das? Nein, noch nicht. Los, vorwärts! Das muss sein Zimmer sein. Wo ist also sein Tagebuch? Zehntausende, Hunderttausende ermorden! Warte, Lieber. Ich werde nicht zulassen, dass du diese Stadt zerstörst.
Geschick ist erpicht darauf, dein Dasein zu vervollkommnen. Du wirst. Ah. Bleiben und das Portal schließen, Sareth. Ich lasse euch nicht gern allein, aber es dürfen nicht noch mehr Nekromanten nachkommen. Sareth, wartet! Vergesst den Priester nicht. Bitte, ich vermisse den Sareth, den ich im Hause meines Onkels kennengelernt habe. Hör nicht auf sie. Du bist, was du bist. Hab keine Angst. Ah, so ist das also gemeint. Lass dich von Lerna nicht täuschen. Sie weiß nicht, wer du wirklich bist. Sie hat dich nur benutzt, damit du die Drecksarbeit für sie erledigst. Und jetzt? Sie verlangt von dir, dass du deine Abstammung verleugnest, deine Bestimmung. In der Tat. Ich scheine von Frauen umgeben zu sein, die ständig etwas von mir wollen. Nicht für mich, mein Lieber, für uns beide. Und glaub mir, was ich will, wirst du mir gerne geben.